Yo, was geht, Crew? Es ist soweit. Der längste Lauf meiner Marathonvorbereitung steht an. Dieser Lauf, der hat's in sich. Insgesamt werde ich, je nachdem wie es läuft, 28 bis 30 Kilometer laufen. So weit bin ich selbst noch nie gelaufen. Das längste, was ich bisher gemacht habe, waren so 26 Kilometer. Und die waren schon deftig. Danach geht's wieder runter. Weil es sind nur noch circa 4 Wochen bis zum Marathon. Das bedeutet, dass das Trainingsvolumen, also die Distanz oder die Menge, die ich laufe, weniger wird. Dafür die Intensität steigt. Und die letzten 2 Wochen dann vor dem Marathon selbst geht es dann richtig runter, damit der Körper sich komplett regenerieren kann. Und dann am Tag des Marathons dann wirklich topfit ist. So in der Theorie und die Hoffnung. Wir werden sehen, wie es läuft. Und genau, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es heute laufen wird, diese 30 Kilometer. Werde circa 3 Stunden plus brauchen. So ist es geplant. Natürlich werde ich mit meinem brandneuen Vaporfly Next Percent 2 laufen, weil die einfach schön gepolstert sind, damit ich einfach weniger Belastung auf meinen Körper setze. Und diese Schuhe, die sind genau dafür gemacht. Bin schon so gespannt, wie es auch mit den Schuhen läuft. Letztens habe ich ja so einen kurzen Intervalllauf mit denen gemacht, das war schon Hammer. Und jetzt mal lange Distanz laufen, schauen, wie sie sich da verhalten und vor allem, wie sie sich auf meinen Körper auswirken. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bin ein bisschen besorgt, weil es ist ziemlich sonnig draußen. Das heißt, es wird warm, es wird relativ eine schwitzige Angelegenheit. Hier drinnen ist mein Wasser eingepackt, dann habe ich noch meine Kohlenhydrate, Getränke drinnen, meine Sportgetränke mit Salz, mit etwas Protein, mit zusätzlichen Kohlenhydraten. Das soll mich durch diesen ganzen Lauf tragen und ich kann nicht lügen, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt, wirklich diese Distanz zu laufen. Aber gemeinsam packen wir das, Crew. Let's go. Alright, ich bin jetzt schon eine halbe Stunde gelaufen, 5,5 Kilometer, es läuft gut und genau, jetzt bin ich noch in guter Verfassung. Was ich über die Marathonvorbereitung jetzt gemerkt habe, ist, dass ich jetzt viel schneller warm werde. Früher habe ich teilweise, wenn ich irgendwie so einen 16 Kilometer Lauf gemacht habe, habe ich dann wirklich 10 Kilometer gebraucht, um mich gut zu fühlen. Heute war das schon nach 3. Okay, cool. So kann es weitergehen. Und das ist halt auch das Ding beim Laufen. Du brauchst Zeit, um einfach, dass der Körper sich anpasst und schneller diese Laufbewegungen einfach effizient durchführt. Aber wenn man durchhält, wirklich das regelmäßig macht, kommt man dann auch in dieses Runner's High, von dem viele Leute erzählen, wo das Laufen einfach so unbeschwert wird. Aber dafür muss man halt etwas länger laufen, durchhalten und dann wird es. Alright, ich laufe jetzt weiter und wir sehen uns dann in circa 5 Kilometer. Dann bin ich bei einem Drittel. So, 10 Kilometer erledigt. Ich fühle mich gut. Ich habe ein kleines, irgendwie so ein Zug auf dem rechten Knie, aber das ist bei dieser Distanz irgendwie normal. Ich habe dann irgendwann rausgefunden, dass das dann weggeht wieder nach einer Weile. Wenn ich 1 Kilometer weiterlaufe oder so, dann hört es auf, deswegen nichts Bedenkliches. Auf jeden Fall fühle ich mich auch gut, gefüttert. vor dem Lauf heute habe ich nochmal richtig was gegessen und ich nutze diesen Lauf heute einfach als einen Testlauf, um zu sehen, wie funktioniert das mit meinem Getränken, mit meiner Ernährung. Ja, kann ich das so am Marathontag auch machen? Und dafür ist dieser Lauf nochmal da. Und ich muss sagen, es läuft gut. Ich habe hier meine kleinen Fläschchen, wo meine Kohlenhydrate drin sind. Da trinke ich alle 15 Minuten circa, 3 bis 5 Schluck. Und dann noch das Wasser hinterher. Und ja, das scheint ganz gut zu funktionieen, aber es sind auch erst nur 10 Kilometer vergangen. Mal schauen, wie es bei 20 ist. Es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Tag.
Das Wetter ist der Hammer. Schau dich an, wo ich laufe. Kann man das sehen? Echt richtig gut. Oh, es ist aber heiß. Kilometer geschafft, das Ende naht. Noch 10 Minuten, ich wünschte, noch 10 Kilometer und ich bin zufrieden. Ich muss sagen, ich merke jetzt, dass ich müde bin. Ich bin müde, aber ich denke, dass ich auf jeden Fall die letzten 10 Kilometer auch schaffen werde. Was ich gerade merke, ist, dass jedes Mal, wenn ich so eine müde Phase bekomme, quasi fast am Ende bin irgendwie, trinke ich dann meinen Drink alle 15 Minuten und dann kommt wieder so ein Boost und man sieht einfach, wie wichtig diese Kohlenhydrate sind, um einfach leistungsfähig zu bleiben. Ja, deswegen sollte man das nicht vernachlässigen, wirklich während dem Training immer wieder nachzufüllen, immer wieder was hinterher zu schütten, damit man das auch wirklich durchziehen kann und es funktioniert. Oh, wir sehen uns 5 Kilometer. Es läuft. Huh. 25 Kilometer. Abgehakt, Leute. Wow, ich kann es nicht glauben, wie gut ich mich fühle. Es ist Wahnsinn. Das Training hat sich bezahlt gemacht. Ich dachte, bei dem Punkt würde ich mich echt richtig fertig fühlen. Nach 25 Kilometern. Aber es läuft gut. Und ich kann es nicht fassen. Ich dachte, ich würde fertig sein, aber ich habe so viel Energie jetzt gerade noch. Die letzten 5 sind auf jeden Fall drin. Was ich mir eigentlich dachte, ist, dass ich an dem Punkt sein werde, dass ich dann denke, okay, jetzt muss ich mein neues Mantra einsetzen, das ich schon so lange jetzt seit der Marathon-Vorbereitung anfange zu entwickeln. Always keep going. Egal wie hart etwas ist, egal wie aussichtslos es scheint, wenn du nicht mehr kannst, solange du in Bewegung bleibst, auch nur ein bisschen, always keep going, wird alles besser werden, wirst du an dein Ziel kommen. Und das ist auch, ja, das Mantra für diesen Marathon dann in 4 Wochen. Und ich bin guter Dinge. Boah. Leute, wir sehen uns am Ende. Always keep going. 30 Kilometer geschafft in 3, 2, 1. Leute, 30 Kilometer. Ich habe ungefähr 3 Stunden und 15 Minuten gebraucht. Und Wahnsinn, echt, meine Beine fühlen sich richtig gut an. Es gab kürzere Läufe, an denen ich mich schlechter gefühlt habe nach dem Lauf. Und jetzt bin ich zwar im Wasser, um die Beine schön abzukühlen, damit ich schnell regenerieren kann, aber Wahnsinn. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an meinen neuen Schuhen, den Vaporfly. Nike Vaporfly. Was für ein Schuh. Schöne Dämpfung, wirklich. Ich habe echt, es hat viel Belastung einfach vom Körper genommen. Ich bin richtig happy, dass ich diesen Schuh habe und mit dem den Marathon laufen werde. Zwischendurch habe ich gemerkt, dass es ein neuer Schuh ist, weil es ein paar Stellen gerieben hat. Aber jetzt habe ich ihn quasi mehr oder weniger eingelaufen nach diesen 30 Kilometer. Deswegen sollte das alles kein Problem sein für den Marathon dann am Ende des Tages. Richtig gute Erfahrung. Ja, es gibt eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich habe ein paar Dinge gelernt, wie zum Beispiel, dass ich mehr Kohlenhydrate brauche, damit ich dauerhaft die Leistung halten kann und nicht immer langsamer werde zwischendurch. Und mehr Wasser werde ich brauchen, aber das muss ich irgendwie am Trainingstag, irgendwie eher am Marathontag dann irgendwie regeln. Ich hatte circa 1,5 Liter heute dabei. Ich werde mindestens das Doppelte brauchen an dem Lauf selbst. Deswegen habe ich diesen Lauf gemacht heute, diese 30 Kilometer, um einfach den Test zu haben, zu sehen, was muss man optimieren, wo kann ich hier und da noch mehr rausholen. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt werde ich erstmal schön entspannen hier im Wasser, das schön kühle Wasser genießen in meiner geliebten Isar. Und ja, ansonsten war es jetzt für heute. Wahrscheinlich werde ich nach Hause gehen und ich meine jetzt immer während dem Laufen, kurz danach fühlt man sich gut, aber dann geht es richtig in den Keller mit der Energie und wahrscheinlich werde ich einfach nur noch irgendwie schlafen, chillen und genau. Danke, dass ihr mich bei diesem Lauf begleitet habt. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen davon. Wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, dann stellt sie mir gerne unten in den Kommentaren oder schreibt mir auf Instagram, wie immer. Awesome Crew, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nicht vergessen, stay awesome und bis dann, haut rein.
Peace.